Schließe also langsam die Augen und suche dir eine bequeme Position. Wir werden etwa 10 Minuten so sitzen bleiben. Achte darauf, dass du einigermaßen gerade sitzt, damit der Atem leicht fließen kann. Stelle deine Füße auf dem Boden auf, sitze sicher und komme zuerst einmal einfach nur in deinen Körper. Sei ganz anwesend. Geräusche tauchen auf, meine Worte, oder verschiedene Gedanken, die durch dich hindurchströmen. Lass sie wie Wellen auf dem Ozean sein. Lass sie einfach kommen und gehen und verbinde dich erst einmal mit deinem Körper und mit der Bewegung deines Atems. Nur für die ersten 2 oder 3 Minuten. Wärst du unter Wasser, wäre dein Lebensatem von großer Bedeutung für dich. Spüre deinen nächsten Atemzug auf diese Weise. Komm in deine Mitte. Sitze gelöst wie eine Königin oder ein König auf einem Thron. Öffne dich diesem Augenblick. Kehre einfach dorthin zurück. Beginne jetzt deine Aufmerksamkeit auszuweiten und jene Stellen in deinem Sein zu spüren oder zu fühlen, die Heilung und Verständnis brauchen, die Trauer oder die Konflikte, vor denen wir weggelaufen sind. Zuerst die in deinem Körper. Fühle deinen Körper mit deinem ganzen Gewahrsein und deiner Güte und nimm die Partien wahr, die angespannt sind oder an denen etwas festgehalten wird. Nimm die Stellen wahr, die krank sind oder diejenigen, die verletzt sind. Dann öffne sehr sanft und freundlich dein Bewusstsein, um all dies aufzunehmen und sich damit zu verbinden. Mit den Stellen in unserem Körper, die voller Trauer sind, die wir verlassen haben, oder mit denen wir keine Verbindung mehr haben, denen wir nicht zugehört haben. Öffne dich einfach dieser Wahrheit. Öffne dich dem, was gerade gegenwärtig ist, und dann spüre dein Herz und deine Gefühle. Spüre, was die Widerstände und die Trauer dort festgehalten hat. Die Verluste, die wir erlitten haben, die nicht zu Ende gebrachten Angelegenheiten. Die Ängste, all die Dinge, die uns wehgetan haben, die wir immer noch in uns tragen. Und mit sanfter Aufmerksamkeit gestatte ihnen, sich zu zeigen. Dies sind die Leiden unseres Herzens, die geheilt oder verstanden werden möchten. Zuerst nimm sie einfach nur wahr, nimm sie an. Werde dir jetzt der Stellen deines Geistes bewusst, die Verletzungen darstellen. Die Stellen, an denen Konflikte herrschen, unsere Vorstellungen, unsere Träume, wie wir es uns eigentlich gewünscht haben, die Enttäuschungen. Und lass auch diese in dein Bewusstsein treten.
Und dann richten wir unser Bewusstsein auf etwas außerhalb von uns. Richte es auf einige Leiden auf der Erde, denen wir bisher ausgewichen sind und die wir vernachlässigt haben, die wir nicht wirklich gesehen haben, obwohl wir wissen, dass es sie gibt. Nimm sie jetzt wahr. Mit einem sehr sanften und offenen Bewusstsein. Erkenne einfach nur an, was wahr ist. Und dann kehre für einen weiteren Moment zu deinem Atem zurück. Schicke ihn an sich selbst, nachdem du dies gesehen hast. Richte ihn in diesem Moment auf sich selbst. Auf eine Weise sehnen wir uns alle zutiefst danach, unser Herz wirken zu lassen, aber wir haben es vergessen. Wir sind so beschäftigt, sind vielleicht so sehr in den Schwierigkeiten anderer verfangen oder haben so viel zu tun, dass wir vergessen zu fragen, was da eigentlich in unserem Körper ist, in diesem Herzen, in diesem Geist zu dieser Zeit, das wirklich nach Aufmerksamkeit verlangt. Die erste edle Wahrheit besagt, dass es Leiden gibt. Also etwas, das im Leben unausweichlich ist, dass es Altern und Tod gibt und Verlust. Und es erfordert eine ganze Menge Mut zu erkennen, wie man damit umgeht. Und doch sehnen wir uns mehr als alles andere danach, an einen Platz zu gelangen, der es mit allem aufnehmen kann, der unter allen Umständen frei sein kann. Das wirklich nur das Gleiche bedeutet wie zu lieben. Wir möchten lernen zu lieben und das ist es, worum es geht. Das Folgende stammt von Papst Johannes dem 22. Ziemlich häufig wache ich mitten in der Nacht auf und fange an, über ein ernstes Problem nachzudenken. Ich komme dann zu dem Schluss, dass ich dem Papst davon erzählen sollte. Dann wache ich ganz auf und erinnere mich daran, dass ich der Papst bin. Das ist es, worum es bei der Meditation wirklich geht. Es geht darum anzufangen, sich den Dingen zu stellen, vor denen wir und alle anderen weglaufen. Und zu erfahren, dass wir diese Fähigkeit haben, so da zu sitzen wie der Buddha und all diese Dinge zu erkennen.